Willkommen zum besten Spiel der Welt. Ark heißt das Ganze. Mit dabei Sexy Hexy, ein Quantum Pro. Hallo, guten Abend. Und du bist total geil auf dieses Spiel. Du hast drei Tage nicht geschlafen, nur daran gearbeitet, dass das funktioniert mit 12 Frames. Und jetzt Absolut. Ist es endlich soweit. Wir haben hier die schwächsten Einstellungen auf High-End-Rechnern. Und ja, das Lagerfeuer ist schon zu viel, also nicht zu nah rangehen. Abstand, Abstand vom Feuer. Ich weiß, gerade ist mir kalt, mir ist heiß kalt. Ich habe alle Gefühle hier in diesem Spiel. Ja, ich muss immer wieder baden und mich dann wieder ein bisschen aufwärmen. Weißt du, ich bin sehr launisch. Und da drüben ist ein Flugsaurier. Was zum Henker? Was will der denn? Der jetzt mich angegriffen hat, wäre ich ausgeflippt. Ja, denn wir haben wirklich jetzt drei Tage versucht, dieses Spiel hier irgendwie zum Laufen zu bringen. Und es läuft. Wir haben gesagt, unter 5000 Likes. Unter 5000 Likes wird dieses Projekt nicht fortgesetzt. Weil es ist wirklich ein Krampf. Also ich habe noch nie so ein schlimmes Spiel erlebt. Wie viele Stunden haben wir jetzt gerade gebraucht, um uns da zu finden? Und, Also ich bin um 2 Uhr an den PC gegangen. Jetzt haben wir schon wieder 4:30, also 2,5 Stunden. 2,5 Stunden, um uns hier zu finden, dämliche Badekappen anzuziehen und ein Lagerfeuer zu machen. So, haben wir jetzt Essen. Bist du jetzt im Inventar drin, oder was? Ja, kann ich mir nur einen Teil nehmen? Na gut, dann nehme ich mal die 6, sorry. Warum? Ich habe auch Hunger. Und jetzt? Warte mal, Shift halten und weg. Ja, Shift halten und weg, dann... Dann gib mir mal hier 3, leg mal wieder 3 rein. Hab ich, oder? Ja, und was machen wir mit der Kohle? Ich nehme jetzt mal die Kohle mit. Hast du noch Holz? Nee, ich hab's... Warte, ich kann... Habe ich es jetzt weggeschmissen? Egal, ich habe noch mehr Fleisch. Wir müssen das eh grillen. Ich grill das jetzt. Und dann zähme ich mir ein Dino. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Warte, ich nehme hier noch ein bisschen Holz. Warte, ich tue es wieder in das Lagerfeuer rein, dein Stück Fleisch. Ja, warte mal. Ich bin nämlich hier ziemlich am Verhungern. Deswegen, ich muss erstmal hier Holz rein. So, jetzt ist Holz drin. Ich kann das fertige Fleisch nicht mehr hier reintun. Egal, okay, Drop egal. Item. Jetzt hier. Schon fertig verpackt, alles Geschenk, siehst du? Du droppst irgendwie 20 Mal dasselbe Item bei mir. Das rollt hier rum. Es rollt rum, ja. Komm schon, das ist doch vergammelt. Das What? Ist das Gute. Nein. Kennst du nicht das gute Fleisch? Ich kann's jetzt. Ich habe 3 Stück. Okay, du hast mir 3 gegeben, oder? Ja, ich habe auch 3. Gut. Boah, das heilt aber verdammt schnell. Siehst du das? Du isst das Ding und du bist fast voll. Ja, das ist absolut grandios. Diese Drecksbären kann ich eh nicht mehr sehen. Ich hab mich jetzt die letzten 3 Tage nur von Bären ernährt. Ich bin fertig mit Bären. Mir ist zu heiß, weißt du? Ein bisschen zu nah ans Feuer und ich schwitze. Ich habe noch nie so weibische und weinerliche Höhlenmenschen gesehen. Ich bin doch ein Höhlenmensch, oder? Ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Aber das soll man angeblich herausfinden. Bei Level okay, es hat eine Story, oder was? Ja. Das Spiel hat eine Story. Gut. So, was ist der nächste Plan? Ich würde sagen, wir zähmen einen Dino. Wir brauchen einen Schlafsack, damit wir spawnen. Aber ich kann keinen bauen. Wir müssen leveln. Deswegen würde ich einen Dino jetzt totschlagen gehen. Töten ist leveln bei dir. Hast du eine andere Idee? Was ist Serial Killer? Sind dann Level 20 schon? Ja klar, klar, Massenmörder. Ich meine, das ist doch eh total pervers. Allein die Systematik dahinter. Du schlägst einen Dino zu Brei, schlägst ihn aber nicht ganz tot, ja? Tust ihn dann irgendwie... Unter Drogen setzen, ja, unter Drogen, und aber gleichzeitig mit Bären verwöhnen, ja, das ist doch irgendwie total krank. Das klingt wie in einer Beziehung. Verwöhnen ja, auch und wieder. Schlagen. Deine also Beziehungen nicht, funktionieren nicht so. Physisch schlagen, also. Ja, und was machen wir jetzt hier mit dem ganzen Fleisch? Ich meine, das gammelt irgendwann vor sich hin. Ich habe hier noch bin so hier viel Fleisch. Ja gut, dann haust du jetzt einen Dino zusammen, oder was? Ich versuche zu leveln. Ich will einen, warte mal. Ich will einen Schlafsack. Wie geht denn der? Ja, dann mache ich hier noch ein bisschen Hausfrau und Grill. Du bist die Frau? Ich bin die Frau. Sieht das aus, ja. Ja, ne? Ey, das ist ja richtig cool. Man sieht es, dass wenn du irgendwas machst und dadurch Erfahrung verdienst, dass ich dadurch auch ein bisschen bekomme. Ja, also je größer unser Tribe ist... Ich sehe nämlich gar nichts. Ja, ich hol gleich einen Dino. Hallo, das ist ja wohl die männlichste Aufgabe aller Zeiten. 0,025, wow. Weil ich ja auch nur ein bisschen koche. Das ist ja auch niedere Frauenarbeit. Wow. Hab ich das wirklich so gesagt? Gerne. Kochst du nicht gerne? Ich koche gerne. Aber eben, es ist trotzdem niedere Frauenarbeit. So. Gut, das brodelt. Jetzt gehe ich mir einen Dino holen. Hast du einen gesehen, den ich mir holen könnte? Ich bin doch nicht dein Dino.
Beauftragter. Ich glaube, ich nehme den hier, Level 4. Da habe ich ein gutes Gefühl. Ich will so eine Schildkröte. Wo bist du denn eigentlich? Ach, du schwimmst hier. Ja, ich bin eine Schildkröte, damit du schneller unterwegs bist. Aber sie müsste mal hier aus dem Wasser kommen. Dann ist es ja blöd, wenn es viel im Wasser drin ist, bewusstlos wird und ertrinkt. Ich meine, davon habe ich ja nichts. Dann haben wir noch immer das Fleisch. Und jetzt ist sie verschwunden. Shit. Ich gehe rüber, da drüben rennen viele rum. Level up! Okay, die ist Level 12. Ist ein bisschen zu viel. Was ist der hier? Auch Level 12. Aber ich will doch nur so eine ganz ruhige Level 4. Ja, du. Level 4. Sleeping bag, baby. Alles klar, ich hol mir jetzt hier den Dino. Er muss nur bewusstlos werden. Ich darf ihn nicht töten. Aber da ich sehr stark bin... Oh mein Gott, jetzt geht das wieder los. ...sehr kräftig gebaut bin untenrum, kann ich ihn halt auch ganz schnell töten. Weißt du, ich bin da sehr empfindlich. Untenrum? Du meinst bei deinen Oberschenkeln? Die sind auch sehr kräftig. Hast du mal meine Statur gesehen? Ich bin Black Sergeant Phil Phallus. Ja, das passt ja zu dem Niveau hier wieder. Halleluja. Au! Das Biest beißt! Oh nee, es hat einen Freund! Ja, ich komme nicht, um dich zu retten. Quantum, halt meine Hand, bitte. Ich bin hier fleißig am Sammeln. Quantum, halt meine Hand. Ich habe keine Zeit. Stirb einfach. Nein, Quenny, bitte. Die sind sehr aggressiv. Zum Glück sind sie sehr langsam, weil es Schildkröten sind. Wow, du legst dich mit Schildkröten an. Was für ein Held. Ab und zu muss man das. Was kommt als nächstes? Schnecken? Massenmord? Ich habe einige Schnecken schon getötet. Oh nein, das ist ein Pärchen. Deswegen sind die so krass. Wow. Ja, ich leg mich hier mit einem ganzen Pärchen an. Oh. Denk mal drüber nach. Ich zerstöre Beziehungen. Für unsere Beziehung. Ach so, du denkst dabei an uns? Ja, natürlich, weil dann kannst du auch eine haben. Und wir sind wieder auf gleichem Level. Mit der Schildkröte anfangen. Jetzt sei nicht so wählerisch. Sammle das Ding ein. Fieber. Warum? Warum ist die denn so zäh, diese verdammte Schildkröte? Jetzt sind es schon drei. Warum klont sich alles, was ich schlage? Der Server ist auch zu lange on hier. Jesus Christ. Kann ich mir jetzt was zum Anziehen? Nein, nicht den Ding! Nein! Fuck you! Und jetzt? Entschuldigung. Was? Was ist jetzt passiert? Ah, ich habe mir nochmal das gleiche gecraftet. Was ist passiert? Und dann gib mir es doch. Du hast? Ich hab was. Das ist mein Ersatzhut. Jetzt, den ich hab, okay? Ah, du musst nur Doppelklick machen. Dann kannst du dir ein Fleisch rausnehmen. Aus unserem kleinen Lager hier. Ja, pass auf, dass die Schildkröte nicht davonläuft, gell? Wenn ich meine Schildkröte hab, wirst du neidisch sein und sagen, ah, guck ihn dir an, dieser stramme Ritter mit seiner strammen Schildkröte. War die auch so neblig? Ja, ist irgendwie diesig geworden. So sehe ich aus, für alle, die das wissen. Aber der macht hier nichts. Oh Gott, ich sehe so gut aus. Ah, Black Sergeant Phil Phallus, wie er leib und lebt. Okay, sie kommt. Nimm dir auch eine. Komm, wir machen es gemeinsam. Was, wir machen gar nichts? Was doch, hier. Schau, wie du die arme Schildkröte... Ich hab sie, ich hab sie. Jetzt wow, hilf mir. Wow, er hat die Schildkröte getötet. Was für ein... Brutaler, warum bist du hier im Ding versunken? Was? Aber Achtung, die hat Freunde. Oh, die Freunde kommen. Töte sie. Nee, du machst das schon, ich schau dir zu. Komm schon, der eine ist ich Level damit 12. Nichts zu tun, Freunde. Das war genau nur der Sergeant. Ich war das nicht. Er hat mich gezwungen auf der Straße. Geht nicht ab. Wie kriege ich diesen blöden Chat weg hier? Der nervt mich ungemein. So, jetzt brauche ich die Drogen. Weißt du, es muss eine Mischung sein aus beidem. Ja, ja, da hinten ist der Verbrecher. Sie ignorieren dich jetzt? Okay. Nee, was ist, wenn ich deine töte jetzt? Nein, hör ja auf. Hey, die leidet, ja? Ich muss sie ein bisschen lieben. Ja, du bringst sie zum Leiden. Narkosemittel. Was glaubst du, wer du bist? Hannibal? Nein. Oder Steinzeit? Das ist so ein Misery-Ding, weißt du? Alles klar, ja. Sie ist immer noch bewusstlos. So, andere haben den Dinosaurier... Dinosaurier-Rex. Tyrannus-Rex und du hast die Schildkröte. Guck, jetzt zwinge ich sie dazu, hier die Drogen zu nehmen. Die kannst du nämlich irgendwie
ihn aufzwingen. Bist du stolz auf deine Taten? Ja. Irgendwie macht sich das an, habe ich irgendwie schon, ja, ist richtig geil, sage ich dir. Ich zwing's jetzt, Fleisch zu essen. Oh, das turnt sie an. Oh, ich habe gekackt. Oh ja, wie lange geht der Kackwitz noch gut, glaubst du? Aber ich habe wirklich gekackt. Neben also im Echt jetzt, oder was? Nein, hier im Spiel, hier im Spiel. Ist das unsere Hütte? Das hast du gebaut? Was, ich habe gar nichts gebaut. Oh. Ich bin hier am Sammeln. Oh. Hier steht nirgends eine Hütte, was redest du? Hier ist doch eine Hütte hier oben. Ich habe gedacht, die ist jetzt von dir. Ich habe mich irgendwie schon total gefreut. Ja, hier, oben auf dem Berg. Ich war wirklich überrascht. Ich dachte schon so, hey, er kann was. Doch nicht ganz so wertlos. Ah, fuck. Ich kann auch gehen, ich kann mit einer anderen Tribe suchen. Du bist aufgeschmissen ohne die Schildkröte und mich. Ich kann nicht Schildkröten. Dafür liebst du sie viel zu sehr. Ich brauche jetzt erstmal eine Hose. Gib es zu, du liebst die Schildkröte jetzt schon. Ganz verliebt in meinen Turtle. Dann brauche ich ein Level up. I need a level up. Okay, jetzt mal im Ernst, wie lange dauert das, das Ding zu zähmen? Hast du nicht eine Anzeige? Ja, aber das dauert ja ewig. Kann man die irgendwie streicheln, ja, damit es schneller geht? Das ist nicht so, wo man eine Zoohandlung geht und einen Dinosaurier kauft, der gehört dir. Kann man sie irgendwie streicheln, damit es schneller geht? Ah, guck mal, du kannst sie mitzähmen. Wenn du willst, darfst du mithelfen. Hast du Bock? Na, ich bin genug mit mir beschäftigt. Das glaube ich dir sofort. Geh da mal von dem Stein weg. Weißt du, du suchst dir hier mal wieder so ein ruhiges Plätzchen und dann höre ich nur irgendwelche Klack-Klack-Geräusche. Geräusche? Geräusche. So geht's wieder los, weißt du? 20 Stunden mit dir und ich werde hier zum Piep. Geräuchert, wollte ich sagen. Ja, ich verstehe. Ich wollte geräuchert sagen. Ich suche Bären. Oh, wahrscheinlich habe ich bald zu viel Holz, dann mache ich eine Kiste. Nee, mach mal eine Hütte. Lass mal eine Hütte machen. Ja, eine Hütte, du bist witzig, eine Hütte. Ja, wir können ja gemeinsam eine Hütte machen. Wo soll ich mir die Level aus den Rippen saugen, mein Freund? Töte doch irgendwas. Ich sammle hier ein, damit ich mir was Schickes zum Anziehen kaufen kann. Weil du hast gesagt, du führst mich schick aus dann heute Abend beim Lagerfeuer. Was? Ja. Das habe ich anders in Erinnerung. Guck mal, ich hole hier Sachen, damit wir ein Reittier haben, weißt du? Weil du gesagt hast, hey, ich habe keinen Bock mehr immer hier mit dem öffentlichen Bus. Und glaub mir, das Vieh ist verdammt cool. Die Hütte meinst du hier? Ja. Wer hat die? Keine Ahnung, können wir die nicht übernehmen und sagen, Auna, hey, ist das unsere Hütte? Owner in the night. I don't know. Kann ich das nicht stören? Also dieses Zähmen dauert ewig. Au, ich hab mir wehgetan. Vielleicht mag es eher die Dinger hier. 1394. Was willst du essen, verdammt? Das dauert aber, ja, ist nicht so lange, um es zu zerstören, aber ist, glaube ich, sinnlos, ne? Was will das Vieh hier essen? Ich zwäng sie dir alle rein, ich schwör's. Hast du schon einen Namen für deinen Speedy Gonzales? Ich weiß es noch nicht. Speedy Gonzales wäre ganz gut, oder? Nennen wir ihn Speedy. Okay, endlich Pants hier. Damit endlich. Du dauernd auf meine Unterhose schaust. Das nervt mich schon. Endlich! Tu der Welt einen Gefallen und zieh dir was an. Was machst denn du da? Ach so. Ich hab Schuhe. Guck mal, ich bin total geil ausgerüstet. Ich hab alles. Alles? Dann bau eine Hütte hin. Moment, kann ich sowas schon bauen? Ja, wenn das ich bin ja schon wieder das Level up. So, also. Was ist das hier? Ein Sattel. Ein Sattel könnte ich machen. Ja, das wär's, wenn du irgendwas Vernünftiges machst. Eine Flagge. Wie wär's mit einer Flagge? Ich brauch unschuldige Tiere, ich muss was. Ist hier unten jemand? Da ist jemand. Bei unserem Zeug? Ne, da unten, wo ich hinschaue. Achso. Er könnte gefährlich nahe kommen. Hm. Auf
Da hinten ist was gelandet. Oder reitet jemand auf einem. Aber wir sind zu zweit. Okay, ich muss irgendwas Unschuldiges töten. Einen Augenblick. Solange es nicht Speedy ist, ist alles gut. Sehen alle gleich aus. Lass ja Speedy in Ruhe. Ja, der ist ja sensibel. Nimm die Schwester von Speedy. Das ist eure Sache. Adios. Das ist aber ganz komm schon, das dauert wirklich ewig lange. Entschuldigung, aber ich brauche... Ach, komm aus dem Wasser raus. Hast du schon mal einen T-Rex gesehen? Hm. Ja? Ja. Ist der cool? Total. Voll cool. Wie lange brauche ich, um den zu zähmen? 10 Stunden? Bist du das? Mit dem Cowboy-Hut? Nee, ich hab keinen Hut auf. Ui. Hey, 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 hey. Hier ist so ein verrückter Cowboy. Au! Es wird dunkel, ne? Ich seh gar nichts! Was ist denn? Was machst du? Ich will die Schildkröte töten. Warum? Mach mich fertig. Lass sie doch. Nimm eine Steinschleuder. Ich hab keine. Und bau dir eine. Ist sie sauer. Boah, die ist Level 8. Du übertreibst ja auch voll. Warum steckst du im Boden? Ich helf dir. Ich stecke nicht im Boden. Level 8? Welches Level war deine? 4. Achso. Au. Hey, sie ist am Boden. Du kannst sie zähmen. Ups. Du kannst sie zähmen. Zähm sie. Die andere töte sie. Töte sie. Was braucht denn die jetzt? Ja, irgendwelche Beeren halt. Ja, ich brauche auch Beeren. So ist nicht. Nimm dir doch Fleisch. Wir haben Fleisch ohne Ende. Und du isst diese Rotzbeeren. Hey, wusste jetzt nicht. Oh, aber dein Problem greift mich hier weiter an, ne? Ja, warte, töten wir sie. Aber sei vorsichtig, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Au! Das ist ja Level 12. Ja, du hast da den Streit angefangen. Du hast die Fete angefangen. Nein, ich hab gesagt... Haben wir sie? Nee, die lebt immer noch. Gib ihr, gib ihr, gib ihr, gib ihr! Leckt alles und... Hau drauf! Und sie ist down. Okay, okay. Wen willst du? Sie oder die andere? Die andere ist rot. Ich finde die andere irgendwie cooler. Ist mir wurscht, ich töte jetzt das Vieh. Dann helfe ich aber mit. Ja, geh doch bist drauf. Du bist krank. Du bist echt krank. Geh drauf, du Drecksvieh! Oh, ich kann nicht mehr aufhören, okay. Oh, wenn man erstmal so in Rage ist, ne? Oh, du hast so eine coole rote. Ich hätte die auch ganz gerne. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen neidisch. So, und was muss man jetzt... Ach so, da unten ist dieser Balken. Oh, what? Das dauert ja ewig. Ja. 61% Effekt. Aber du musst sie auch betäuben. Mit diesem Narko? Mhm. Make und da musst du auf Remote Use Item gehen. Also du machst sie ins Inventory rein, ja? Ja. Und dann steht da unten Drop Item, Repair Item und dann Remote Use Item. Dann zwingst du sie, die Drogen zu nehmen, und dadurch wird sie eingeschläfert. Und je höher der Balken ist, also je besser, umso mehr ist sie halt unter Drogen, umso leichter geht's. Aber es dauert trotzdem gefühlt 20 Jahre. Der ist jetzt bei 3 mm der Taming Balken. Ja, dann muss jetzt am Ball bleiben, ne? In der Stunde hast du sie. Ja, aber was mache ich mit dem Drecksviech? Ich kann ja nicht mal ja, reiten mit diesem Panzer. Ja, natürlich. Du kannst hier so reiten. Ich nehme eine Schildkröte zum Reiten. Wow. Die ist sau schnell. Ja, natürlich. Wenn sie du so unterschätzt sie absolut. Weißt du, was ist dein Problem? Du unterschätzt diese Schildkröte. Sobald der Sattel oben ist, gibt es keine Reiten mehr, was? Klar, das ist so, wirklich. Oh, ich verdurste. Oh, ich kann überhaupt nicht laufen. Aber jetzt, wo dieser Sattel auf mir oben ist... Kenne ich meine Bestimmung. Ja, ja, es ist ja auch so. Guck mal, Rennschnecken haben doch auch einen Sattel, obwohl niemand drauf reitet. Hm? Ja, das... ja, das ergibt Sinn. Ja, natürlich. Jetzt hast du es verstanden. Ich habe keine Drogen mehr, ich brauche unbedingt Drogenbeeren. So, na, Hauptsache... Okay. Das Lagerfeuer ist aus. Jesus Christ. Ah, oh, Level up. Hol doch Holz. Was nehme ich denn? Irgendwas Holziges. Was ist denn das hier? Fische Level 4.
Ich finde keine Drogen. Das ist echt ein Problem. Ja, das Problem ist... Hört mir auf. Hier ist alles wirklich ein Problem. Water skin. Good to keep your heart ready, but slowly leaks water. Ja, das ist eine Wasserflasche. Nee, habe ich noch nicht. Oh, ich habe Drogen. Gut. Inventory items. Muss ich das jetzt ausrüsten irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie verwendet. Feet, Hands. Quickslot, oder? Könnte sein. Okay, ich hab's jetzt hier drinnen. Warum sind die Drogen auf einmal so selten? Davor finde ich dauernd Drogen. Ja, du hast schon alles weggefuttert. Ja, aber ich brauche ein bisschen was für Speedy. Wie weiß ich jetzt, ob das... Achso, muss ich es in der Hand haben? Ach nee. Moment. Nee, ich finde keine Drogen. Das sieht nicht gut aus. So ein bisschen Drogen noch. So, der Balken ist jetzt blau. Nehme ich dann automatisch was davon wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Kannst du es irgendwie verwenden? Tust du mal deinen Quickslot. Ja, wenn ich im Quickslot und wenn ich jetzt klicke. Zuschlagen damit oder so? Nix. Nee, ich kann es so nicht ausrüsten. Ah doch, wenn ich auf. Okay, im Clip. Wenn ich dann klicke drauf, dann macht es einen Schluck und weg ist es. Ja, siehst du. Aber mit dem Wasser füllt sich der Balken wieder blau, richtig? Wie geht's in der Schildkröte? Kümmerst du dich um sie? Ist wie ein Tamagotchi, weißt du? Regelmäßig gucken. Das dauert ewig, diese drecksblöde Schildkröte hier. Nee, das kriegen wir schon hin. Aber wie fülle ich das jetzt wieder auf? Das wurde anleitend. So, hier wieder Drogen. Also meine ist schon ganz gut gefüllt, ich bleib dran. Ich weiß es nicht. Was kann ich denn craften? Wo ist mein Sleeping Bag hier? Was brauche ich denn? Hide and Fever. Jesus Christ. Kann man irgendwas machen, um... um das Fleisch länger frisch zu halten? Das gammelt uns hier weg, ne? Jop. Stimmt, ich habe gar kein Fleisch mehr. Ja, ist noch welches drin im Lagerfeuer. Hol dir welches. Ich hab auch noch was. Noch kannst du dir holen. Noch gibt's frisches, gutes Steak. Steak. Bald nur noch Beeren. Und wenn die Beeren leer sind, Drogen. Dann ernähren wir uns von Drogen. Wie in Argentinien. Okay. Om nom nom. Oh Mann, wir sind ganz schöne Parasiten, denn alle Sträucher hier sind schon wieder weg. Haben alles weggeholt. Alles diese Flugsaure, was ist damit? Will der sterben? Du weißt, die sind extrem, ne? 5. Wer wartet halt hinten die Bäume ab? Bist du? Nee. Irgendjemand wildert hier in unserem Revier. Hey, das ist mein Baum. Das sind meine Bäume. Wo bist denn du? Hi. Geht da. Alright, have fun. Ja, da habe ich mir gedacht, dass das so ist. Oh Mann, es dauert ewig. Tja, vielleicht werden wir das irgendwann erfahren, wie es weitergeht in der nächsten Episode von dieser lustigen... Das beste Spiel aller Zeiten. Wir lieben es so sehr. Umarm mich, Speedy. Umarm mich, Quenny. Komm schon, umarm mich. Warum hast du ihn zuerst erwähnt? Weil er viel hübscher ist als du. Soll ich ihn töten? Wenn du das machst, ich sag's dir, wir haben richtige Probleme. Richtige? Richtige. Der schlimmste Ehekrach aller Zeiten, sag ich dir. Du weißt nicht, was Probleme sind. Hey, oh! Ich hab dich nicht berührt. War das Speedy? Nein, Speedy, das war... Speedy muss sterben! Nein, lass Speedy in Ruhe! Hör auf! Lass Speedy in Ruhe. Der hat dir nichts getan, ja? Ey. Speedy. Speedy. Okay, das kann ich mir nicht länger mit an. Oh, Speedy. Geh mal weg.
Was, wie du schmatzt? Ich hab jetzt Speichelrinde schon überall hin. Ich seh's schon. Oh, von dir. Oh mein Gott, mir wird schlecht. Geh doch zu deinem. Deinem Vieh da hinten. Gar nicht. Du bist so ein Arschloch, weißt du das? Das arme Tier liegt am Boden und braucht medizinische Hilfe. Oh, der Arme. Ey, guck mal, der ist doch schon relativ gut gezähmt. Was machst du da? Ja, mal reingucken. Wie reingucken? Naja, du kannst nicht einfach meine Viecher reingucken. Panzer auf, reingeschaut. Oh Mann. So. Den da hinten nehmen sollen. Der sieht ein bisschen irgendwie motivierter aus, finde ich. Deiner liegt hier nur rum und kaut. Oh Mann, wir haben hier tolle Elite aufgebaut. Das war ja nur zum Testen, wie das funktioniert. Ja, hier. Sicher. Ja, natürlich. Weißt du, das sind Fiat Punto und der T-Rex ein Ferrari. So ungefähr. Gut, sehen wir uns wohl in der nächsten Folge, wenn die Folge hier 5000 Likes erreicht. Das hat Quenny als Limit festgesetzt. Hast du gut gemacht, werden wir eh nie kriegen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss. Tschüss.